Hallo, hallo zusammen! Willkommen im magischen botanischen Garten wieder. Letztes Mal habe ich unterschiedliche schöne Blumen und Pflanzen gesehen. Und ja, das Treibhaus darf man nicht verpassen. Heute gehe ich ins Treibhaus zu weiteren Besuch. Jetzt gehen wir gehen wir mal rein. Vor dem Eingang steht ein Schild über die biologische Vielfalt sowie die Bedeutung und die Wege dieser Vielfalt zu schützen. Dies zeigt, dass der Botanische Garten einen großen Beitrag dazu leistet. Er betreibt zum Beispiel Forschung und pflanzt einige Pflanzenarten um. Hier im Treibhaus gibt es verschiedene Pflanzenarten aus allen möglichen Ländern, die Wärme und Feuchtigkeit oder Trockenheit brauchen. Jetzt komme ich in den Raum der Obstbäume. Viele Bäume wie Litchi, Longjian und Pampelmuse aus Südchina sind uns hier im chinesischen Norden recht fremd. Die Früchte sind jetzt noch klein und süß. Hier befindet sich ein sehr, sehr interessanter Baum mit interessanten Namen, heißt Affenbrotbaum aus Afrika. Und dieser Baum ist, sie ist sehr jung, aber schon mit einer Frucht. Diese Frucht sieht so ähnlich wie ein Brot aus. Da habe ich auch eine sehr interessante Pflanze gefunden. Ja, und dieser Stamm sowie eine Vase. Das handelt es sich um Wüstenrose. Genau. Und ja, ich glaube, dieser dicke Stamm ist so wie bei Affenbrotbaum. Also das kann auch Wasser speichern, glaube ich. Ansonsten, wie könnten diese so schön blühen? Wow, es gibt so viele Lotuspflanzen hier. Wow, sehr schön. Und Lotus mag ich immer so sehr. Und besonders, vor allem diese Blumen heißt König Lotus. Ja, mit so einem schönen und großen Blatt, die also wie ein großer Teller aussehen. Wow, da habe ich auch einen interessanten Baum gesehen. Wow, das ist Bananenbäume. Mit so große Blätter und diese Banane hat noch eine Blume, aber die dann nach unten wachsen. Und da muss ich noch mal im Internet mal nachschauen, warum diese Blume dann nach unten wachsen. Hier ist ein interessanter Ausstellungsraum mit verschiedenen fleischfressenden Pflanzen. Einige sehen wie kleine Flaschen aus, wie Seitan. Sie fangen winzige Insekten und verdauen sie dann. Soweit für heutige Reise im Treibhaus vom Nationalen Botanischen Garten in Beijing. Ich bin wirklich begeistert. Ja, und ich habe so viele interessante und auch außergewöhnliche Pflanzen gefunden hier. Ja. Und habe ich Ihr Interesse auch geweckt? Ich freue mich auf Ihr Feedback. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.